Herzlich willkommen zum Sternenstaub Adventskalender. Heute sind wir bei der 10. Etappe. Schön, dass du noch dabei bist mit der Reise zusammen mit den Weisen aus dem Morgenland hin zur Krippe. Diese Reise. Sie zieht sich doch viel länger hin als gedacht. Vor allem, weil ein großer Teil eben auch durch die Wüste führt. Und da verbraucht man die Reserven. Man zehrt von ihnen Stück für Stück, peu à peu gehen sie zur Neige. Da ist dann keine große Abwechslung, Alltagstrott, wo man einfach nur einen Schritt vor den anderen setzt. Auf solch einem Weg brauchst du natürlich Pausen, in denen du anhältst, isst und trinkst, eben was du so mit bei dir hast. Aber dann, was ist das für ein herrliches Gefühl, was für eine große Freude, wenn mitten in der Wüste oder Steppe eine Oase auftaucht. Vor allem dann, wenn man es vielleicht nicht erwartet hat. Eine Oase ist ja viel mehr als eine Pause. An einer Oase gibt es reichlich Wasser, das von üppigem Grün und Palmen umgeben ist. Oasen sind schon wirkliche Lebensspender. Sie sind der Ort der Hoffnung und der Erleichterung, dass man inmitten einer trockenen und scheinbar endlosen Wüste nicht nur etwas Gutes tut für seinen durstigen Körper, sondern auch für deine Seele. Eine Pause im Alltag, das ist was anderes. Die ist meistens ziemlich genau getaktet, mal kürzer, mal länger, aber eigentlich nur dazu da, genau so weiterzugehen wie bisher. Aber eine Oase, sie lädt ein zum Verweilen, zum Genießen, zum tieferen Ausruhen, vielleicht auch zur Neuorientierung. Und wenn du also einem Stern oder vielleicht einer Vision folgst oder auch wenn du einfach nur so auf deinen Lebensweg gehst und nicht so ganz genau weißt, wohin die Reise geht. Wir brauchen Oasen, an denen wir immer wieder neu Energie schöpfen und wo wir uns besinnen können. Vielleicht sucht man eine neue sinnvolle Aufgabe oder auch eine neue Form, wie man den christlichen Glauben in der Gemeinschaft leben kann. Oder man hat vielleicht das Gefühl, dass das, was bisher im Leben funktioniert hat, nicht mehr so unbedingt weiterträgt. Oder man hat vielleicht genug von den ständigen Veränderungen, die Kraft kosten. Ja, und nun, wie findest du deinen Weg zur Oase? Du kannst einerseits aktiv danach Ausschau halten. Wo gibt es in deinem Umfeld Orte zum Auftanken und Kraft schöpfen, wo du sein kannst vor deinem Schöpfer? Einfach du und er. Wo kannst du mehr machen als nur eine Pause? Dich entspannen, vielleicht in den Himmel schauen oder den Himmel in dir entdecken. Den Himmel in dir, das ist der Heilige Geist, der in dir wohnt. Wie kannst du Orientierung finden für den weiteren Weg? Oasen können auch wirklich Orte sein, die man kennt. Orte der Gastfreundschaft. Orte, wo man die Schönheit der Schöpfung betrachten kann und genießen kann. Orte, wo man mal kreativ sein kann. Vielleicht ein Bild malen, ein Buch lesen, etwas basteln. Oder ein Ort, wo man Musik machen kann. Vielleicht auch etwas über sein Leben aufschreiben. Danke sagen an Gott in diesen Notizen über das, was war. Zum anderen können diese Oasen auch ganz unerwartet als Geschenk auftauchen und dich einladen, da zu bleiben. Oasen und Quellen lebendigen Wassers kannst du auch in deinem Inneren finden. Es können spirituelle und geistliche Erfahrungen sein, Momente des Gebetes, wo du spürst, die Verbindung zu deinem Schöpfer ist ganz nah. Stille vor Gott kann so etwas sein. Und gewiss wirst du auf deinem Weg durch die Wüste dadurch auch Neues kennenlernen. Die Weisen folgten dem Stern zur Krippe. Sie haben sich über die eine oder andere Oase gefreut. Was sie wohl nicht geahnt haben, dass sie der Stern,
zu dem führt, zu demjenigen bringt, der sagt, wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird nie wieder Durst bekommen. Dieses Wasser wird in ihm zu einer Quelle, die bis in das ewige Leben hineinfließt. Das ist doch mal eine wunderbare Verheißung. Diese Quelle, die sprudelt in dir im Heiligen Geist. Sie wird aktiviert durch das Wort Gottes, durch die Bibel. Sie wird aktiviert, ja, auch eben an diesen Oasenorten, wenn wir dort in diese Oase hineingehen, im Glauben und Vertrauen, dass wir es tun in seiner Gegenwart, also unter dem Stern. Vielleicht gibt es ja auch in dieser Weihnachtszeit, Vorweihnachtszeit, Adventszeit also, Tage, die du als Oasentage gestalten und vielleicht auch mit anderen genießen kannst in der Gemeinschaft unseres Herrn Jesus Christus. Sei gesegnet.